Die Leute sind sauer, die Leute sind traurig, die Leute sind wütend und das mit zu Recht. Die Kneipen denen, die drin saufen. Die Meuterei ist ein Kneipenkollektiv in der Reichenberger Straße 58 in Kreuzberg. Die Geschichte der Meuterei ist vor ungefähr 12 Jahren, der Laden quasi angemietet worden ist und dann 3 oder 4 Jahre später ein gewisser Goran Nenadic das ganze Haus gekauft hat und nach seinem Prinzip quasi sich alle MieterInnen entledigt hat, kernsaniert hat. Vor 2 Jahren lief unser Mietvertrag aus und wir haben es den anderen Projekten nachgemacht, wie der Potze und dem Syndikat oder der Liebig, und haben gesagt, wir geben die Schlüssel nicht ab. Als wir quasi die Info hatten, dass wir quasi keine Mietvertragsverlängerung bekommen, haben wir damals eine Vollversammlung gemacht und daraus sind relativ schnell viele solidarische Strukturen entstanden. Dieser Kampf geht ja halt auch nicht nur um unsere Räume, halt sozusagen, was ja nur ein Gewerberaum ist. Uns geht es halt ja allgemein halt, dass überhaupt gar keine Zwangsräumung stattfinden soll. Die Politik tut immer so, als wäre sie ein passiver Beiständer, also als würde sie passiv dabei stehen. Aber das Ding ist doch, dass sie aktiv daran beteiligt sind, immer weiter zu räumen. Es ist egal, wer an der Macht ist. Wurde dann für ein paar Monate Zwangsräumungen ausgesetzt, dann wurden die kurz vorm Winter wieder eingesetzt. Dann wird um die Rummelsburger Bucht einfach ein Ort, an dem Obdachlose versucht haben, sich etwas aufzubauen, komplett zerstört. Die Olauer Schule, das sind alles Räume, die von dieser Politik geräumt worden sind. Ich finde das, oder wir als Kollektiv sagen dazu, das ist einfach ein aktiver Part, das ist eine aktive Rolle. Sie räumen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir bei der Räumung zu erwarten haben. Das ist eine Machtdemonstration, da wird mit jeglicher Gewalt, und das hat man an der Syndikatsräumung und das hat man an der Liebigräumung gesehen und so vielen Räumungen davor, wird versucht, mit Gewalt Lebensräume zu zerstören und den Leuten zu entreißen, die sie nutzen und gestaltet haben. Und die SPD, die Linke kann noch so sehr schreiben, wir sind die Stadt. Was haben die noch alles geschrieben? Wir sind die Stadt, nehmt sie euch. Ja. So auf Wahlplakaten, also selbst sogar auch die Grünen, die halt auf ihren Wahlplakaten draufstehen hatten, wir bleiben alle. Und quasi jetzt unterstützen sie eine Politik, die auch klar halt, wo man sehen kann, wo sie aktiv ja eigentlich mit die räumende Kraft sind, wenn man den Konflikt in der Liga 94 mal sich mit anguckt. Das Einzige, womit sie sich halt dann immer ein bisschen rausreden, und das wird wahrscheinlich auch demnächst wieder kommen, ist, dass sie ja diesen Mietenschutzdeckel für 5 Jahre eingeführt haben. Aber das hilft nicht Menschen, schon gar nicht, weil er erstens viel zu spät kommt und sowieso halt schon Leute in der Notlage sind, dass sie halt noch nicht mal das zahlen können. Plus halt auch der Mietenschutzdeckel halt kein Schutz vor Räumungen ist. Leute, die quasi jahrelang zu uns gekommen sind, waren plötzlich weg und kamen dann nach Monaten wieder. Und dann haben sie sowas gesagt wie, ey, ich wurde zwangsgeräumt, ich war bei eurer Mietrechtsberatung, aber es hat leider nicht funktioniert. Wenn man sich das Gericht und alles anguckt, ich meine, die meisten Prozesse bei Mieter in Konflikten werden immer zugunsten der Menschen entschieden, die die Hauseigentümer sind. Die Leute sind sauer, die Leute sind traurig, die Leute sind wütend und das mit zu Recht. Ab Donnerstag spätestens 6 Uhr ist unser Wunsch ja, dass halt so viele wie möglich Aktionen in ganz Berlin stattfinden, um diesen Protest und halt genau diese Verbotszone der Polizei halt uns nicht damit einschränken zu lassen, sondern halt überall was stattfinden lassen. Es wird eine Demo vom Syndikat aus runter nach Kreuzberg geben. Es gibt eine Demo von Reclaim Club Culture, die halt frühmorgens um 6 eine Techno-Parade planen. Es soll quasi, ja, dieser Raum, den Sie ja anscheinend auch sehen, der gestaltet wird, soll quasi abgesperrt werden und all das, was man sich da aufgebaut hat, soll möglichst unsichtbar gemacht werden. Und deswegen, und unter anderem deswegen, sagen wir ja auch, dass Zwangsräumungen und dieses
ja, dass Zwangsräumungen überall in der Stadt stattfinden, dass es ein Problem ist, das uns alle angeht und dass wir wollen, dass die Menschen agieren und aktiv werden. Sagt jedem Bescheid, dass das passieren soll und dass wir das nicht zulassen werden. Lasst uns die Stadt lahmlegen im Sinne von, dass einfach jeder an diesem Tag bemerken wird, auf die eine oder andere Weise, es wird schon wieder was geräumt. Es kann nicht so weitergehen. Die Kneipen denen, die drin saufen.